So, hallo und herzlich willkommen heute zu einer ganz entspannten Runde Doom Eternal. Denn ja, das neue DLC, The Ancient Gods 2 ist raus. Ich dreh durch, Alter, ein neuer Speicherplatz. Willkommen zu Doom Eternal. Oh ja, das ist doch großartig. Ja, das zweite DLC wurde heute released. Das erste hatte ich gelivestreamt, das jetzt tue ich ganz easy, einfach so ganz in Ruhe. Ja, ne? Wie soll man sagen? Ja, einfach eine Aufnahme, Singleplayer-mäßig durchspielen. Ich hoffe, das ist okay. Ich bin es gar nicht mehr gewohnt, beim Zocken so viel zu reden, deswegen entschuldigt, falls ich nicht ganz so viel reden sollte. Mit extra Dämonen heute, weil es ist ja ein DLC und naja, wir spielen auf Nightmare, weil alles andere wäre irgendwie traurig. Wir stürzen uns einfach voll rein, würde ich sagen. Let's fucking go! Was bisher geschah? Boah, ich bin so hyped, ey. Was geschah denn bisher? Der Krieg gegen das Böse geht weiter, als der Slayer zum Trotz der Makers den dunklen Fürsten wieder in seine fleischliche Form bringt. Während das himmlische Reich in Trümmern liegt, begibt sich der Slayer auf die gefährliche Reise nach Imora, der Hauptstadt der Hölle, um den dunklen Fürsten im Zweikampf zu besiegen. Oh, das war ein angenehmes Lesetempo. Ist der Slayer erfolgreich, werden alle Dämonen außerhalb der Hölle zerstört und alle Verbindungen zum Schattenreich gekappt. Wenn er aber verliert, werden der dunkle Fürst und seine Armee über alles und jeden herrschen. Ah, jetzt lassen Sie sich aber ein bisschen mehr Zeit hier. Okay. Da ist er ja, ne? Da hat man ja beim letzten Mal aufgehört. Ich habe heute mal Leistungsdaten alles ausgeblendet und so. Aber ich bin jetzt wirklich sehr gespannt, was jetzt passieren wird. Vergossen werden am heiligen Ort. Ah ja. Unsere Zeit wird kommen. Überlebst du, werde ich auf dich warten in der Stadt Imora. Oh, das wird geil. Oh, Kinners, ich fühle es. The Ancient Gods, Part 2. Heute nicht von Gronkh Let's Play, sondern von mir. Ich hoffe, das ist okay. Ansonsten, ja, könnt ihr dann ja mal fragen, ob er Lust hat. Oh, ist das wunderschön direkt. Alter Schwede, das ist auch mal so eine andere Grundfarbgebung, würde ich mal sagen. Das ist mehr so weltlich, das ist mehr so schön. Ich weiß auch nicht, das hat was. Das, ne, das hat so was. Ich weiß auch nicht, so was. Ne, also weil, ne, zum Beispiel das letzte Level, ne, das letzte Level vom. Was geht denn hier ab? Das ist neu, dass da im Crosshair das dran steht. Muss als erstes mal ganz kurz. Ah, guck mal, ich kann hier eine der drei Runen. Ja, ich würde sagen, wir gehen hier das hier und sobald wir Extra-Leben haben, möchte ich das Extra-Leben zurück. Alles andere wäre doof. Arsenal, hier haben wir jetzt alles, das ist sehr gut. Bei den Runen gehen wir natürlich wieder auf die links. Also die. Nee, nicht die linke Spalte. Moment, ich hab's gleich. Nein! So, Moment, das ist immer so ein Gefuchtel hier. Also, Chlorokills schneller, Bewegungskontrolle und erhöht die Benommenheit von den Arschloch. So, jetzt erst nochmal hier alles. Das ist richtig. Ja, guck mal. Gibt doch gar nicht so viele Dämonen. Naja, gut. Halten wir uns nicht hier so lange auf. Hier ist ja eh nichts. Ich glaube, das soll erstmal so einen ganz ruhigen Einstieg geben. Oh, der ist auch direkt gleich im Tod. Ah ja. Wie geht's hier jetzt weiter? Ach, da unten lang. Okay. Gut. Guck mal hier. Wird direkt auf der Karte alles angezeigt. Wo geht's denn hin? Dahin. Oh, ist das geil. Oh, Fleischhaken-Greifpunkt. Ach, ist das schön. Sehr geil, dass es das jetzt gibt. Das haben sich ja sehr viele Leute gewünscht. Ich möchte nochmal gucken, dass ich hier nichts übersehe.
Was ist denn ein? Wo kommt das her? Was macht das überhaupt? Was macht das? Oh Gott. Aha. Sind die Gegner dann einfach aggressiver? Na komm. Ein bisschen extra Munition. Okay, da geht's rein. Ja, aber auch. Gehen wir mal hier rein. Was haben wir denn hier, du? Aha, hier geht's durch. Ja, ist ja schön. Guck mal, ist doch ein schöner, effektiver Anfang. Na, wo bist denn du? Hajo! Hundi! Hundi ist wieder da! Okay, jetzt habe ich schon mal wieder Angst direkt. Naja, wir haben ja die Plasma-Rifle, ne? Bam und bam. So. Oh, da ist ja noch einer. Scheiße, gar nicht gesehen. So. Wunderschön. Was war das jetzt? Und was hat mir das überhaupt gebracht? Ach, das ist wahrscheinlich so eine Prüfung, die man bestehen muss. Aha. Armored Baron. Schieß auf den Streitkolben, wenn er grün leuchtet, um ihn zu sprengen und die Panzerung zu zerstören. Das Plasmagewehr kann die Panzerung schnell zerstören. Die Mikrowellenmod ist dafür am effektivsten. Betäube ihn mit einem Wachthammer-Slam. Wächterhammer-Slam. Keine Ahnung, was das ist. Das bekommen wir wahrscheinlich erst später. Sehr geil. Würde ich sagen. Machen wir mal direkt weiter hier. Guck mal, da ist so ein... Ding, der ist auch wieder mit am Start. Ach, ist das schön. Ah, den anderen Turm mal zersägen. Bams. Ah, wir hatten eh keine Munition mehr. Ah, mal gucken, wann der grün leuchtet, das Ding. Na komm. Wie kann denn das jetzt schon sein, dass es gestärkte Dämonen gibt? Oh Gott. Das war sehr knapp, könnte man sagen. Ja, haben wir uns die weggesnackt. Das ist, muss man sagen, wirklich ein sehr angenehmes Tempo. Okay, guck mal, da hinten scheint doch was zu sein. So.
würde sagen, erkunden wir mal etwas die Arena. Guck mal, hinten ist ein grünes Licht, da gehen wir doch mal weiter. Also, ah, das Bee-Hoppen klappt auch noch ganz gut. Zum Glück haben wir jetzt eine gesamte Destroyer Blade für einen Dämon verwendet. Nicht auszudenken, wenn ich das nicht getan hätte, was da wieder los wäre. Okay, da oben, das sieht so aus, als könnte man da hin. Irgendwie klappt das nicht. Naja, was soll's, kann mir auch egal sein. Ich glaube, jetzt gerade brauche ich den eh nicht, diesen Ankerpunkt da zum Dingsen. Okay, hier, das sieht so aus. Ja, keine Ahnung, wonach das aussieht, um ehrlich zu sein. Ich meine, grundsätzlich... Oh Gott, ich war kurz im Busch drin. Das kann schon mal passieren. Man kann ja... Okay, also auf die Dächer kann man gar nicht. Okay, ich muss da oben hin. So weit, so schön. Da oben kann man wahrscheinlich hin. Ah, guck mal. Hä? Also ich weiß, man muss jetzt wahrscheinlich da runter, aber ich will gerade nicht. Aber ich habe anscheinend keine andere Wahl. Ah, okay, das Ding müssen wir anscheinend anschalten und... Ich hätte aber trotzdem gerne das Extra-Leben, um ehrlich zu sein. Weil ein Extra-Leben ist schon nicht schlecht, das zu haben. Aber das Problem ist, es ist halt irgendwie von keiner Wand so richtig offenbar, ne? So, also jetzt nicht so, dass man jetzt hier sagt, so und rein da. Das verwirrt mich. Hier bin ich ja so dahin gekommen und wir kommen aber gar nicht irgendwie da rein. Wir gucken uns noch mal ganz kurz unten um. Jetzt sind wir ja, jetzt müssen wir theoretisch nach rechts. Ich habe keine Ahnung, wie man da hinkommen soll. Das ist aber auch immer das Schöne bei Doom Eternal. Weil am Anfang versteht man es nicht, aber irgendwann versteht man es dann doch. Haha. Ansonsten gehen wir jetzt halt einfach weiter, würde ich sagen. Ah, guck mal, das sieht so aus, als wenn man hier so... Und dann irgendwie... Ich möchte noch einmal gucken, was passiert, wenn ich hier hinten umgehe. Weil ich habe es ja noch nicht mal geschafft, wirklich, da rüber zu gehen, aber... Vielleicht ist da irgendwo wieder ein Schalter oder so, den ich jetzt hier nicht sehe, aber... Pff. Ach komm, weißt du was, wir gehen jetzt einfach weiter. Es tut mir leid, wir haben eh schon wieder viel zu viel Zeit verschwendet. Bams, so. Weg die Wichser. Keine Ahnung, wie ich daran komme an das Extra-Leben. Dann sterben wir halt einfach einmal. Wir stellen uns vor, wenn ich einmal sterbe, dass ich dann nicht tot bin. Aber irgendwie gerade der Anfang ist wirklich sehr einfach. Komm her, du dumme Nuss. Ja, das war jetzt noch nicht so elegant. So, weiter geht's. Das war jetzt der erste... Und dafür kriege ich jetzt schon eine BFG-Ammo? Okay. Ich nehme die jetzt einfach mal, weil... Naja... Ich kann die ja sonst nicht gebrauchen, jetzt, wenn ich die jetzt weiter behalte. Okay, da muss ich hin. Was muss ich denn dafür machen, Kinosch? Ach ja, das ist irgendwie so ein bisschen jetzt doof, wenn man nicht genau weiß, wo man hin muss.
Aber gut, es ist einigermaßen. Es ist einigermaßen gut. Oh, das ging jetzt aber fix. Ja, man muss doch erstmal wieder reinkommen. Also diese Close-Range-Encounters, die sind schon nicht übel. So. Weiter geht's. So, haben wir den. Was ist denn genau dieses schlechter als Gedöns da? Das habe ich noch nicht so ganz verstanden. Oh, schönes Bild. Na egal, machen wir erstmal weiter. Wo will uns das Ding hinschicken? Ah, okay. Ich bleib jetzt einfach hier oben, ihr Ficker. Ah, okay, das ist quasi so timing-based. Oh Gott. Na, wo geht's denn hier weiter? Es geht darunter. Okay. Muss ich hier jetzt runter oder? Ja, muss ich. Ich gucke immer gern hier auf die Karte, weil ich meine. Geht's hier gar nicht weiter? Das ist ja gemein. Da geben die einen so einen Ankerpunkt. Ah, okay, da kann man sich also immer rein ankern. Ah, okay, und jetzt geht's hier hinter mir gleich weiter. Okay, gut, verstehe ich. Geht jetzt die Tür auf. Nice. Saugeil, saugeil. Hallo, Speicherpunkt. Hallo? Ah, okay. Nächste Prüfung. Ich probier mal was. Oh Gott. Das ist so scheiße. Das Problem, was ich auch ehrlich gesagt sagen muss, ist, dass ich halt nicht weiß, wann es halt klug ist, diese... Oh Gott! Alter. Da hatte ich nicht genug Dingens aufgeladen. Boah, das wirft mich aber auch in Situationen, ey, die richtig ekelhaft sind. Aber klar, hier ist so Schleim auf dem Boden, ja klar, da wirst du halt gefickt, ne? Ich weiß aber auch noch ehrlich gesagt nicht genau, was ist da mit diesem Ding. Ah, guck mal, das. Speicherstärkung. Ah, okay, die darf ich also nicht töten, so wie es aussieht. Die muss ich am Leben lassen. Quasi, jetzt ist diese Stärkung weg. So, und wenn ich jetzt. Hier, guck mal, hier. Hier, guck mal, die darf ich alle töten. Das ist so krank, wie ich so richtig hart einfach geslowt werde. Das ist halt wirklich nicht leicht. Weil ich noch nicht genau weiß, wie man das am besten kontern soll. Naja, das kriegen wir auch noch raus. Ja, jetzt kommt hier dieser ekelhafte Schleim. Ah, guck mal. Ah, scheiße. Das war ein Fehler.
Ja, gehen wir mal rüber auf Dingens. Das wollte ich nicht. Das ist so krank, wie du halt von allen Seiten... What the fuck, Alter? Was mache ich gerade falsch? Ah, okay. Okay. Ja, pff, alter Bruder, ey. Fein, das ist halt so ein ultra kleiner Bereich und du bist halt mega am Arsch sofort. Ich muss mal mit Granaten in dem Moment arbeiten. Und was habe ich denn jetzt schon wieder Damage bekommen? Okay, gut. Also das Vieh darf ich also nicht erwischen. Okay. Wo ist jetzt dieser... Nein! Alter, wie ich sofort von... Ach so, weil hinter mir auch noch einer ist. Okay. Ich muss jetzt irgendwie herausfinden, wie man es schafft, halt nicht diesen schlechter Wichser da zu töten. Boah, ist das scheiße, ey. Boah, das ist richtige Wichse gerade. Ja, ich muss mich hier irgendwie mit... hier mit dem Moves hier am Leben halten. Ja, so, und der ist jetzt... Oh, wie scheiße. Okay. Sofort die hier weg. Okay. Oh Gott, ich muss ja mit dem Fleischerhaken hier arbeiten. Okay. Okay, das war sehr... Boah, Alter, da muss man aber auch hier aufpassen, Aber geschafft. Geschafft. Easy. Easy peasy. Ja gut, brauche ich jetzt nicht mitnehmen. Ich würde sagen, ein extra Leben haben wir bisher noch nicht, aber Alter... Und den letzten auch noch. Bams. So, guck mal hier, sauber aufgeräumt. Jo, na dann gucken wir uns ihn mal an hier. Benutzen. Mein Sohn wurde vom Fluch befreit. Ach, das ist ja schön. Und ich büße für meine Sünden. V. Kampf. Schau mal, Kodex. Kernfähigkeiten. Wächterhammer. Setze den Wächterhammer ein, um den Mond zu betäuben, deine Munition wieder aufzufüllen. Traktiere Gruppen von Dämonen, um die erhaltenen Ressourcen zu maximieren. Um seine Anzeige zu füllen, musst du Schwachpunkte treffen und den Mond via Glory. Natürlich! Okay. Hört sich sehr cool an, aber ich bin mir noch nicht so sicher, wie sich da den Actual Play aus. Aber cool, dass man das quasi. Ah, okay. Sehr geiles Objekt. Oh nein, ich habe schon Soundaussetzer. Bam, Junge! Aber sehr geile Arena auch schon wieder. Bam, Junge! Hier! Bam!
Na, kommt die da oben auch noch gleich noch mit hier, bitte. Nee, natürlich nicht, weil alles andere wäre mal wieder... So. Ah, guck mal, war da nicht wieder aufgeladen? Das war sehr dumm. Bams. Oh Gott, ich muss da raus. Ich hatte nicht genug Munition. Oh Gott. Oh, das ist ganz schlecht. Oh Mama. Es tut mir leid. Es wurde ein Fehler begangen. Und zwar nicht zu knapp. So, bam. Oh Gott. Na, komm her, du. Ja, ich muss irgendwie den... Bam, so. Na komm, jetzt aber... Ja, habe ich mir den Fight mal ein bisschen schwerer gemacht, als es eigentlich notwendig war. Ne, das wollte ich auch nicht. So wollte ich das. Habe ich irgendwas übersehen? Nö. Aber guck mal, so wie es aussieht, nimmt diese Anzeige auch wieder ab mit der Zeit. Oder? Oder kam mir das nur so vor? Für mich kam das so vor, als wenn diese Anzeige irgendwann wieder weg ist. Hm. Okay, habe ich hier irgendwas übersehen? Ja, wahrscheinlich, oder? Na, ja, noch nichts wirklich Wichtiges. Oh Gott, war das... Bäm, Alter, hier in die, ins Gesicht. Na, wer seid denn ihr? Codex. Stone MP. Der Stone Dim ist gegen die meisten Waffen immun. Er kann verwundet werden mit Automatik Mod der Kampfschrotflinte. Hahaha. Ja, Ficker. Hey, guck mal, wir haben eine Mod überarbeitet. Wir wollen jetzt, dass sie alle benutzen, deswegen machen wir einen Gegner, der nur dagegen gefickt wird, der nur davon gefickt werden kann. Ach, ist das schön. So, okay. Ich sehe... Hallo? Also wenn das nicht gereicht hat, dann weiß ich auch nicht mehr. Achso, man kann auch einfach von hier springen. So, jetzt aber.
Haben wir sonst noch was? Nö. Aber wir müssen hier lang. Was haben wir denn hier? Ah, hier können wir das Jump Pad aktivieren. Sehr gut. So, guck mal hier, Kinnas. Und da oben haben wir wieder unseren Greifpunkt. Ah, ist das geil. Haben wir hier sonst noch was? Ne, sehr geil. Boom, erste Zwischensequenz. Oder zweite, wenn man die am Anfang mit dazu nimmt. Was passiert denn jetzt? Ist ja jetzt frech. Alter. Das kann ich aber nicht. Als ich neulich eine Fackel aufgehoben habe, da lief das anders ab. Möchte ich nur mal so sagen. Ah, jetzt machen wir jetzt erstmal einen Brand und so weiter. Und dann schauen wir weiter. Achso, na guck mal. Wir sind noch einen Tagesmarsch vom Weltenspeer entfernt. Das war jetzt zum Glück aber noch nicht die erste Mission, das weiß ich, aber... Oh, wer kommt denn da jetzt? Oh, guck mal. Der Hans Dino. Boah, das ist aber schon ein Viech, Alter. Boah, Alter, guckt euch das mal an, ey. Dürfen wir das auch richtig fliegen, oder? Oder ist das nur eine Zwischensequenz? Das wäre ja saugeil, wenn man den selber bedienen dürfte. Bedienen. Halt, ne, steuern. Bedienen wie so eine Maschine. Ja, da wollten sie halt einfach nur flexen, wie geil sie Hintergründe machen können, glaube ich. Da ging es nicht mal darum, irgendwie der Szene was hinzuzufügen. Guckt mal, wir haben einen schönen Background. Hier, ihr guckt ihn jetzt euch alle an. Alter, wo geht's denn hier hin, ey? Alter, wo sind wir denn jetzt? Sie sind nicht der Einzige, der diese Mission erfüllt sehen will. Wenn Sie den dunklen Fürsten besiegen, wird jeder Dämon außerhalb der Hölle vernichtet. Alter Junge, wo sind wir denn jetzt? Aha. So, mal den O. Hab irgendwie Soundaussetzer und ich weiß nicht warum, aber ich kann auch irgendwie gerade nichts dagegen tun. Oh Gott. Oh Gott! Die Arachnotrons immer sofort rausnehmen im Kampf. Weil die Arachnotrons gehen einen echt hart auf den Sack. Oh Gott. Na komm! Du willst es doch auch! So, den zersägen wir mal ganz fachmännisch. Na komm jetzt. Oh Gott, ich hab daneben geschossen. Na komm jetzt. Ja, ich muss noch ein bisschen an meinem hier Quick Switch zwischen
Precision Bolt und Dingens erarbeiten. Das tut mir sehr leid. Ich hoffe, ihr könnt mir verzeihen. Okay, wo müssen wir denn hin, theoretisch? Aha, da darf ich nicht hin! Das ist ja ein fetter Arschloch-Move. Jetzt sag mir nicht, dass ich... Warte mal, das möchte ich nochmal probieren, aber diesmal mit der anderen Seite. Dafür brauche ich aber noch ein bisschen Plasma-Munition. Okay, ich probiere es noch einmal und dann verpisse ich mich. Ja, ich hab's doch! Jetzt! Es ärgert mich, das Spiel. Aber wahrscheinlich ärgert's mich, weil ich nicht den Intended Way nehme. Deswegen hat's mich geärgert, das Spiel. Ja, weil wir da eh noch hinkommen. Ach man, das mag ich immer nicht, muss ich ganz ehrlich sagen, an Videospielen. Das mag ich nicht an Videospielen. Wenn Videospiele einen quasi... Ach naja, wie soll ich sagen? Ich möchte nicht mal sagen, dass es ein schlechtes Map-Design ist, aber... Wenn du dein Map-Design mit unsichtbaren Wänden halt... Ne, so... Ja, ne, ich... Ja, wie soll ich sagen, ne? Fast schon regelrecht, ne, so... Ne, quasi deine Map wieder einschränken musst, so, dann... Ja, aber ich meine, gut, ist auch schwer wahrscheinlich, weil man mit Ballista-Boosting und so sehr, sehr viel machen kann. Bin mir ehrlich gesagt gerade nicht sicher, wo ich hin muss. Deswegen, ja, jetzt falle ich nach unten. Wie sich das gehört. Ach, übrigens, ich könnte mal eine Rune aktivieren, und zwar nämlich die hier. Okay, wo geht's denn hier hin? Ach, ist das geil. Endlich gibt einem das Spiel immer die quasi die Möglichkeit. Oh Gott. Ja, jetzt habe ich die falsche Mod. Oh Gott, das ist gar nicht gut. Bam, Junge! Oh Gott, das war richtig für'n Arsch. Bam, Junge, Alter. Alter, dieser Wächterhammer ist ja mal übel geil, ey. Oh, Bäbe. Ist das awesome. Ja, ich benutze BFG gar nicht, aber ganz ehrlich, BFG benutzen wäre fast ein bisschen Cheaterei, könnte man sagen, oder? Haben wir hier unten eigentlich alles? Ja, komm, haben wir alles. Hehe. Kleinen Teil gecuttet, würde ich sagen. Okay, wollen wir schon weiter oder wollen wir uns erst nochmal hier... Oh Gott. Okay, so wie es aussieht, wollen wir hier definitiv nicht weiter. Oh, was haben wir denn hier? Was ist denn das? Das kennen wir ja noch aus Doom 2016 hier. Was ist denn das hier? Das ist eine Ganz ehrlich, machen wir einfach. Lolo. Ha, Bams! Boah, ich muss sagen, der Automatik-Dingens ist eigentlich gar nicht so scheiße. Ja, komm, ist okay, hey. Okay, dafür ist es jetzt aber richtig Rotze. Ach, lol! Okay, also was ich jetzt quasi in dem Moment gelernt habe, ist, dieses Ding sollte man auf gar keinen Fall... ...sollte man auf gar keinen Fall benutzen, wenn man Low HP hat, weil man dabei nicht unverwundbar ist. Weil beispielsweise, wenn ich so ein, ne, keine Ahnung, zum Beispiel Säge oder so, also halt Kettensäge benutze, dann bin ich halt auch unverwundbar. Und das bin ich hier aber nicht.
Na, jetzt aber hier geblieben, hier, mein Freund. Bams. Ach ja. Die guten alten Prowler. Da war ich schon fast stolz drauf, dass es hier die nicht gab. Ach komm, weißt du was? Ich finde den Blood Punch für irgendwelche Pinkies zu benutzen, ist eine super Sache. Oh Gott. Wechseln wir mal kurz die Seite der Arena. Jawoll, sehr schön. Na, jetzt aber hier. Bam, Alter. Ja, da war ich einmal zu. Das tut mir sehr leid. Oh. Eskalationsbegegnung. Aha. Wächterarme verbessert. Dämonen, die hinterlassen mehr... Okay, Weltklasse. Das finde ich immer sehr schön, wenn man für schwierige Sachen eine Belohnung bekommt. Das finde ich ja super. Aber ich kann jetzt... Achtung, wenn du mit dem Zeilen interagierst, löst es eine noch schwierige Begegnung aus, die nur für die geschicktesten Slayer gedacht ist. Die Begegnung ist optional, aber wenn du sie abschließt, erhältst du eine kosmetische Belohnung. Ach komm, weißt du was, YOLO, Alter. Wir sind ja hier nicht irgendwie hier bei Puffmutterhausen. Ist nur für die geschicktesten Slayer gedacht, Mama. Ach komm, ey. Das kriegt doch selbst ich hier hin. Und wenn ich das hinkriege, dann... Dann sollte das jeder hinkriegen, finde ich. Ich überlege halt die ganze Zeit, wann ist es taktisch klug, diesen Hammer da einzusetzen. Und mir ist ehrlich gesagt noch keine so richtig gute... Naja, wie soll man sagen, ne? Keine gute Dinge seien gefallen, so richtig. Ach so, ja, der hat sich teleportiert, ist klar. Ist klar, du. Bams, Alter. Bams, Alter, hier, so. Bam, Alter. Besiegt, würde ich sagen, hä? Hashtag besiegt, mein Lieber. So, hier. Ich finde es aber auch persönlich sehr, sehr geil, dass sich dieser Hammer auflädt. Wenn man Schwachpunkte zerstört. So. Sehr schön. Okay, raus hier. Oh Gott, was haben wir denn hier jetzt? Erstmal raus aus der Schusslinie nehmen. Okay, wir haben einen Titan. Okay, wir haben zwei Titans. Okay, wir haben einen Titan weniger.
Okay, wir haben den schon mal da runtergeholt. Jetzt brauchen wir wieder Munition oder wir müssen einen. Oh Mann, ey, das geht deutlich besser, was ich ja mache. Das geht deutlich besser, aber naja, gut. It gets the job done, würde ich sagen. Komm, bitte jetzt aufladen. Das war eine super Zerstörerklinge. Immer schön darauf achten, dass man genug Munition, Health, quasi alles hat. Ja, komm, den finde ich schon mal mit dem schönen. Oh, einmal im Nichts bitte. Danke, dass ich wieder zurück bin. Sehr nett. Töte einen Doom-Humper. Ach, Doom, Moment mal, es gibt Herausforderungen? Hä? Wie jetzt? Was war das jetzt? Ist das hier irgendwie Online-Herausforderung oder so? Hä? Das verstehe ich jetzt nicht. Naja, was soll's. Oh, guck mal. Eskalationsbegegnung, 2 von 2, Weltensperrslayer, let's go, ey. Wie, links, rechts? Hä? Egal, machen wir einfach weiter. Da. Saugeil, saugeile Begegnung, saugeile Arena. Und ganz ehrlich, ich bin völlig falsch gelaufen. Es tut mir leid. Moment mal, hä? Muss ich denn hier hin? Hä? Moment. Ach so, da muss ich hin. Okay, und jetzt da hoch. Okay, na, das kriegen wir hin, oder? Ach, ist das saugeil. Ja, würde ich sagen, nächste Arena, auf geht's. Ah, okay, das darf ich anscheinend noch nicht, ne? Na komm, den freezen wir einfach. Oh, guck mal, das Ding wieder. Kleiner Trick. So macht er das Ding in einem kaputt. Guck mal. Oh, noch einer hinter uns. Na Mensch. Nichts leichter als das. Das war doch nun wirklich keine Challenge für mich. Ach, ich finde das schön, wie die halt immer mehr so mit Movement und so agieren. Und ich finde diese Teile hier sind wirklich einer der besten Sachen, die sie überhaupt hätten machen können und nicht. Und ich meine, das wurde ja auch von vielen jetzt nicht gefordert, ne? Aber man hat halt so, ne, in so Custom-Leveln. Oh, scheiße. Ja, komm, wir fokussen erstmal die hier. Ja, das war aber ganz schön knapp hier. Aber ich muss sagen, so von der Schwierigkeit her sehr, sehr einfach bisher. Außer halt die Stellen, die dann halt richtig schwer sind. So, die sind dann halt sau scheiße, so finde ich. Na, wer hat sich jetzt hier alles in die Hosen geschissen? Ich hoffe, jeder. Na komm, den machen wir jetzt einfach fertig. Und fertig. It's raining from above. Bams. So, ich würde sagen. Oh, wir haben einen Codex-Eintrag noch nicht. Ja, gut, das wird ja wahrscheinlich noch nicht das Ende vom Level gewesen sein. Ich hoffe, da kommt jetzt noch was. Boah, das sieht halt aber. Ganz ehrlich, ich sag nicht mehr, dass das geil aussieht. Ansonsten machen die nur noch solche Shots. Dann ist das nächste Doom-Spiel 3 Stunden lang. Schauen wir uns einfach einen Film an. So. Das geht ja auch nicht. Das können wir nicht machen.
Aber schon wieder ein Jahr her, dass Doom Eternal rausgekommen ist. Krass. Oh, guck mal, eine Brücke. Sehr schön. Ein Codex-Eintrag kann man nicht. Ah, das stößt mir schon wieder sauer auf. Alter, was ist denn hier los? Ja, ich würde sagen, das ist ein entspannter Nachmittagsspaziergang für ihn hier. Der denkt sich nichts dabei. Alter, die sagen hier, kommen Sie mal rein hier bitte. Wo sind wir denn jetzt? Wir sind, ja, keine Ahnung genau, wo wir sind, aber wir sind da. Ah, jetzt. Okay, das zählt noch. Ah, okay, das zählt noch. Anders als alles, was wir je gesehen haben. Nicht einmal Erdek gab solche Werte ab. Ja. Na, wo müssen wir denn hier hin? Da durch. Boah, ich würde sagen, die Movement Parts sind sehr einfach gehalten. Also wirklich so, dass es. Ah, warte mal. Ah ja. Ja, würde sagen, sind wir einmal unten durch, ne? Oh nein, nicht schon wieder dieser Schleim. Och, ich will da nicht durch. Wissen doch alle, wenn ich da jetzt wieder reinlatsch in die Scheiße, was da wieder los ist. Okay. Wo müssen wir hin? Nach vorne, okay. Und jetzt? Okay. Okay, also hier rüber. Dann hier hoch, dann hier rüber. Ah, da darf ich anscheinend nicht drauf. Okay. 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 Sauber. Holy shit, Leute. Sieht das geisteskrank aus, oder was? Das muss ich mir nochmal von allen Seiten angucken, wobei es von allen Seiten gleich aussieht. Das ist eine Kugel, Daniel. Was hast du erwartet? So, ich würde sagen, erstes Level easy abgeschlossen. Wirklich hätte nur diese eine Stelle da an diesem Schlammzeug. Das war echt scheiße. Das war wirklich, wirklich scheiße, fand ich. Also das hat mir persönlich gar keinen Spaß gemacht. So, so diese Movement Parts. Genial. So, zurückeroberte Erde. Die Invasion der Hölle ist gescheitert und der RAC führt die Menschen bei der Rückeroberung ihrer Erde an. Der Slayer sucht Indes in den zugewucherten Ruinen einer Stadt nach dem Tor von Divium. Aktiviere dieses uralte Artefakt des Vaters, wird der Weg nach Imora frei sein. Immer frei sein. Heftig, ey. Was ist denn das hier, Alter? Wo sind wir denn hier gelandet? Aber erste Level war so zum Aufwärmen, würde ich sagen. Das war so wirklich so Warm-up-Time, so für einen Slayer. Nee, hier überspringen wir mal gar nichts. Schlüssel zum Tor. Ich markiere seine Position. Okay. Erreichete. Der einzige Weg zum ältesten Teil der Hölle. Dort wird der dunkle Fürst auf Sie warten.
hätte mir vielleicht mal durchlesen sollen, was ich über den Typen wissen muss. Cursed Prowler. Und kannst weder dashen noch den Cursed Prowler mit Waffen anvisieren. Bist du verflucht, töte den Prowler mit dem Blutschlag, um diesen Effekt wieder aufzuheben. Ach so. Okay. Bams. Auch kleiner wichtiger Tipp. Ranziehen mit dem Fleischerhaken, der logischerweise alles vergoldet, ne, der halt vergoldet ist. Ah, hier geht's rein. Vergoldet, der halt, ne, voll ausgemaxt ist. Um diesen Feuereffekt zu haben und dann könnt ihr da easy hier euch ein bisschen extra Armor holen. Und der Vorteil ist, ihr verbraucht keine Shotgun-Munition, die braucht ihr dann bei heftigeren Gegnern. Doomslayer gesichtet. Bitte sichern und verlassen. Oh, sieht das schön aus, oder was? Ach, wunderbar. Auch hinten die Vögel, die da rumgeflogen sind. Habt ihr die gesehen? Wenn nicht, geht nochmal zurück. Das sieht echt schön aus. Oh. Ich hätte da zurückgemusst. Egal. Ah, mein Schlag ist stärker. Ach komm, weißt du was hier? Wow. Wow. Okay, das mit dem Prowler ist echt ekelhaft. Ja, Alter, was ist denn das? Wow. Okay, von dem darf man sich anscheinend echt nicht erwischen lassen. So, Glory Kill, meine Freunde. Komm, den machen wir jetzt so fertig. Bam, so, hier. Der Titan, Alter, der muss auch richtig hart am Struggeln sein. Der tut mir leid. Aber das mit dem Prowler, das ist echt ekelhaft, ganz ehrlich. So, den machen wir noch weg. So, und weiter geht's. Würde ich sagen, oder? Okay, das können wir uns einfach so mitnehmen. Weißt du, wir müssen jetzt den ganzen Weg wieder zurücklaufen. Irk. Na gut. Ist ja nicht so weit, ne? Kinder. Ja, ein bisschen weit ist es schon. Das war knapp. Ja, den Vitors Hammer da unten, den können wir getrost ignorieren. Gott. Oh, was haben wir denn hier? Hier haben wir eine kleine, schöne Passage, würde ich sagen. Weg finden, um die NRG
Energie in diesem Teil der Stadt zu aktivieren. Ich habe keine Munition mehr. Naja, wir folgen mal diesen Rüstungsteilen. Nothing where that could go wrong. Nothing what that could go wrong. Ist versaut. Gehen wir mal hier hoch und dann hier rum und dann hier rein. Und dann tun wir hier mal ein bisschen was drehen. So. Energie wiederhergestellt. Sie sollten Ihren Weg Richtung Tor fortsetzen können. Und die Ausbildung zum Elektriker weitermachen. Das war ein sehr vielversprechendster Zweig und so. Oh Gott, wir wissen alle, was jetzt hier läuft. Was geht denn da ab? Codex-Eintrag. Lesen wir mal. Schwachpunkt. Der unzerstörbare Schild absorbiert jeglichen Frontschaden. Schieße hinter dem Schild, um ihn zu vernichten. Okay. Aber kann ich ihn auch zersägen? Na komm, geh in deine Position, du Bitch. Die hat sich aber ordentlich Zeit gelassen. Ja, also das mit diesem Cursed Prowler gefällt mir gar nicht, muss ich ganz ehrlich sagen, ne? Ja, komm, hier. Kürzen wir mal ein bisschen ab. Ach so, jetzt ist... Ach ja, jetzt kann er. Hm. Wo müssen wir denn überhaupt hin? Aber irgendwie, diese Dinger haben mir irgendwie gesagt, dass ich... Ach, keine Ahnung, ist mir auch egal. Gehen wir mal weiter. Das ist die Szene aus dem Trailer hier. Oder kommt mir sehr aus dem Trailer bekannt vor. Ich find's aber cool, dass sie einfach... Also, dass sie sich halt quasi einfach gemacht haben. Dass sie jetzt nicht sau viele neue Gegner gemacht haben. Sondern, dass sie einfach bestehende Gegner einfach mal ein bisschen verändert haben. Dass, halt, ne, dass sie halt mehr Arschloch werden. Ich glaube, es wird eher jetzt die Herausforderung sein, quasi für jeden Gegner immer die richtige Waffe zu nehmen. Oh Gott, das wird schon... Das sieht schon schlecht aus. Guck mal, ich habe auch eine Destroyer Blade, eine Fotze. Warm. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, dieses kantige Design, ne? Das ist echt Arschloch. Na, wo bist du hin, du Arschloch? Wir haben mal hier geblieben. So, Genickzwirbler. Oh Gott, ein Marauder. Hallo, Marauder. Hä? Was standen denn die gerade die ganze Zeit? Hä? Hä? Ist das normal oder ist das jetzt, weil ich irgendwie eine krasse Special Attack hab? Nee, oder? Oder ist das einfach nur quasi, um anzuzeigen, hey, der Marauder ist gerade gestunt, jetzt solltest du mal besser angreifen, mein Freund. Okay. Eskalationsbegegnung 1 von 2. Ja, komm. Brennende und oder Eingänge hinterlassen mehr Wächterhammer-Slam. Durch Wächter mehr Rüstung und Gesundheit. Okay. Also die Viecher einfrieren und dann... Okay. Ja, komm. Weißt du was? Hier. Was soll der Geist? Let's go, ey.
Der Trick bei Arachnotrons ist Super Shotgun und dann Bams. Und dann einmal mit Precision Bolt nochmal Super Shotgun. Bam, Junge! Alter, Junge! Was denn? So, hier, weg die Sau. Ich mag diese Arena sehr, auch wenn ich mir nicht sicher bin. Oh Gott, nein, nicht dieses Arschloch. Okay. Okay, zum Glück ist das Viech erstmal weg. Es ist halt eine sehr geile Arena, muss ich sagen. Oh Gott. Jetzt bitte keinen superschweren Dämon. Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Weg hier! Jetzt reicht's. Ich musste da tun. Es tut mir leid, Mama. Oh Gott. Okay, jetzt wird es gerade schon ein bisschen knifflig. Den habe ich hier noch nicht so ganz verstanden. Was? Ah, man kann hier nach oben. Ah, okay. Guck mal hier. Wieder was herausgefunden, Kinnas. Oh Gott. Den Hammer. Hallo, Marauder. Ja, genau. Wo ist der Marauder? Guck mal, ah, hier kann man hoch. Warte mal, ist der Marauder jetzt tot? Habe ich ihn aus Versehen getötet, ohne dass ich es mitbekommen habe? Das tut mir leid für ihn. Das war echt nicht meine Absicht. Sorry, Marauder. Entschuldigung! Links, rechts. Ah ja. Na gut, den nehmen wir noch mit. Ja, den Wächterhammer kann man ja mal noch mitnehmen, ne? Wo geht's denn hier überhaupt weiter? Ach nee, warte mal, da unten ist ja noch ein Codex-Eintrag. Den müssen wir erstmal noch mitnehmen. Achso, nee, warte mal, wir müssen jetzt hier zurück und dann hier unten rein, oder was? Ah, hier geht's runter. Ah, guck mal hier, genau. So wird ein Schuh draus. Bitte bei der Einsatzzentrale des Tors von Devoon melden. Sehr gut. Ja, war's das schon? Das war's. Okay. Dann gehen wir weiter. Ja.
Dann müssen wir jetzt versuchen, das Maximum rauszuholen an Munition. Alter Schwede, hier geht's aber auch ordentlich zu, du. Aber während der Kämpfe zu reden, ist echt nicht einfach hier, weil hier halt immer was los ist, weil es halt nie langweilig wird. Aber wo geht's denn jetzt überhaupt weiter? Das ist jetzt hier die große Frage und so. Okay, wir sind jetzt hier. Okay, wir sind jetzt hier unten angekommen. Wir kommen jetzt hierher. Exit. Ah ja. Ah, guck mal, wir können hier unten rein oder was? Geil. Oh, guck mal, wie schön das aussieht. Die sehen aber auch aus dem Trailer. Ah, ist das fantastisch. Das ist ja fantastisch gemacht. Auch jetzt auch wenn jetzt Shrimp nichts ist, wo ich sage, mache ich gerne in Doom Eternal. Das mache ich lieber im Schwimmbad. Sag ich ganz ehrlich. Ja. Ich möchte gar nicht so durchhasten, so. Oh Gott. So, jetzt sind wir auf der anderen Seite wahrscheinlich. Genau, wir sind jetzt hier einmal quer unten durch. Auf die andere Seite geschwommen. Ja, wie gehst du jetzt auf? Das ist mal wieder nirgendwo verzeichnet, oder was? Ah, hier. Ah, guck mal, hier leuchtet es ja auch grün. Made in France. Oh, cool. Ja, das war ja... Das war jetzt... War okay. Oh Gott. Ja, gut. So, guck mal hier, Weltklasse. Oh, wen habe ich denn jetzt wieder vergessen? Oh Leute. Du kleines Arschloch, du. Wow, den habe ich jetzt ernsthaft vergessen. Wow. Okay, weiter geht's. Okay, ich kann jetzt aber in der Zeit nicht angegriffen werden, oder was? Okay. Nehmen wir mal mit. Okay, also dieses DLC ist deutlich einfacher als das erste, zumindest bisher. Würde ich jetzt gefühlt sagen. Oder? Also machen wir uns da jetzt mal alle nichts vor. Ich finde es halt cool, wie sie mit Rüstungsteilen so ganz subtil diesen Hinweis geben. Probier doch mal hier lang zu gehen. Mal gucken, wo dich dieser Weg hinführt. Finde ich sehr schön gemacht. Energie für Stadtteil aktiviert. Ah, ja, so, kurz einen Schluck Wasser genommen. Ich glaube, hier sind wir fertig. Ja, und dann fliegen wir doch mal, oder? Okay, so richtig klappen tut das jetzt aber noch nicht. Moment. Ich hätte jetzt gedacht, das schleudert mich da voll rüber. Das kann doch nicht alles sein, oder? Oder doch? Hä? Ach, ich muss da hoch. Okay. Das ist ein Game Changer. Nee, hä? Ach so, da ist ein... Ja, ach Daniel, du bist aber auch blind, Ach du Scheiße. Daniel, du bist ja aber auch ein blindes Stück Scheiße. Jetzt mal ehrlich, Aber ich frage mich, wieso Dämons überhaupt entstehen. Oh Gott, ja. So nicht. So sterben sie auf alle Fälle nicht.
Ey, guck mal, starkes Stück hier. So, guck mal wieder ein bisschen. Müssen wir uns mal mehr Rüstung zurückholen. Oh Gott. Oh Gott. Was geht denn jetzt hier ab? Na, komm mal du her. Wer bist denn du? Na, komm mal du hier. Gar nicht mitbekommen. Ja, ich weiß, ich habe das Dingens aufgeladen. Ja, hier, guck mal. Easy peasy. Also man ist jetzt auf alle Fälle mehr am Mods wechseln. Das finde ich persönlich sehr geil. Ist wahrscheinlich für Speedruns sehr, sehr scheiße, weil man halt nicht die ganze Zeit voll Action ballern kann, aber oh mein Gott. Ja, ich würde sagen, wir müssen eh erstmal weiter. Ich habe jetzt noch keinen wirklichen Grund gehabt, außer das eine Mal, als der Spirit sich da etwas in diesem Kakodemon verfangen hatte, wirklich eine BFG zu zünden. So, weg die Sau. Gut, dann gehen wir mal in die nächste Etage. Boah. Ah, hier so auf engem Raum sind die schon echt gemein, diese Viecher. Die mit diesem goldenen Schild. So. Der Trick ist quasi kurz über dem Boden immer zu sliden. Das ist anscheinend ganz sinnvoll. Warm. Ja, den hätte ich dingsen müssen. Oh, Geheimnis gefunden. Wow. Noch mehr, Alter, noch mehr Beef G? Alter, wie viel hat man denn hier? Das ist schon pervers. Okay. Da hinten ist ein extra Lehm. Was ich überlege ist, ist das da drin? Ja, das ist da drin. Aber das ist auch nicht da zur Seite oder so. Oh Gott, ich hab's versaut. Entschuldigung. Na gut. Geh auch mal hier rein, würde ich sagen. Das wollte ich nicht. Durchgeteilt. Okay. Okay, wie komme ich jetzt dahin? Ja, das ist ja. Wie könnte ich da jetzt hinkommen? Ja, ich weiß ja auch nicht. Ach ja. Hallo. Verschluckt. Na gut, komm mal her, du. So. Verschieben Sie weitere, bis die Energieversorgung wiederhergestellt ist. Okay, bei der Energieversorgung kann ich wieder zu hierhin zurück. Okay. Habe ich verstanden. Okay, also hierhin jetzt, warte, ich will noch mal ganz kurz gucken. Aber hier ist jetzt wirklich nichts. Okay, gut, dann gehen wir erstmal weiter. Oh, das wird eine großartige Arena, das weiß ich jetzt schon. Oh, das wird was Großes. Na, wer bist denn du?
einmal auf den Boden mit dir hier, mein Freund. Den muss ich rausnehmen. Oh Gott. Oh, nicht in die Ecke kornern lassen. Das ist auch ziemlich wichtig. Und immer in Bewegung bleiben. Na komm, ich zersägen mal, weil du so süß geguckt hast. Ja, da habe ich leider etwas zu spät den Flammenwerfer angemacht. Das war natürlich nicht gut. Das war nicht gut. Oh Gott, die falsche Mod. Oh Gott. Das ist gar nicht gut. Okay, jetzt müssen wir ruhig bleiben. Ziel Nummer 1 der Ragnar den. Hä, wo ist denn das? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott! Okay, Ziel Nummer 2, erstmal hier wechseln, das goldene Schild da rausnehmen und dann können wir uns um den restlichen Teil der Mission kümmern. Ich nehme auch nochmal noch raus, weil, ach naja, warum nicht? Den auch noch zersägen und dann geht's weiter. Was ist auch mit dem Spirit passiert? Ich habe jetzt gedacht, der Spirit geht, na, geht irgendwo ganz schlecht hin. Okay. Auf geht's. So. Achso, nee, da wollte ich jetzt eigentlich nicht hin. Ich wollte... hinten rechts. Ja, hier. Ah, guck mal, jetzt ist hier offen. Weltklasse. Guck mal hier. Und hinten geht's nicht weiter. Okay. Guck mal. Weltklasse. Hui. Hui. Und jetzt müssen wir da lang. Ja, wenn der Aufzug hier schon so für uns runtergeht, dann nehmen wir ihn doch ganz einfach. Oder? Oh. Einmal umdrehen, bitte. Fehler. Das war's schon? Das war... Okay. Bitte geben Sie den Befehl zur Reaktivierung erneut an. Okay, na dann würde ich mal sagen, haben wir hier alles in dem Level. Auf geht's, benutzen. Das Tor von Devum. Hui! Und rein da. Aber das sieht schon fantastisch aus, das muss man echt mal sagen. Das ist wirklich Quality Time, die man hier hat. Oh, was war das jetzt? Das war ein bisschen, naja. Machen wir mal weiter. Das war jetzt irgendwie so, ich war wie so auf Schienen, so als wenn ich gerade irgendwie gerade so Zug fahre, aber der Zug unsichtbar ist. So ungefähr war das. Die letzte Schlacht steht kurz bevor. Der Slayer hat mit Hilfe des Tors von Divium das Herz der Hölle erreicht und steht nun vor den Toren von Imora. Bereit, den dunklen Fürsten niederzustrecken. Armeen sammeln sich, um das Schattenreich für den bevorstehenden Krieg und für den Kampf zu wappnen, der aller Schicksal entscheiden wird. Und wir sind mittendrin, Leute! Woo! Power! Und so. Ah, ist das geil. Oh, guck mal, wer ist er denn? Das ist der Herr Dietrich.
Aber der wartet auf uns, der weiß ganz genau, wer wir sind. Also bis auf die eine Shell am Anfang, bisher echt noch nicht so hartes dabei gewesen. Oh. Bad. Oh, hallo, ich bin's, der Doomslayer. Boah, wer ist er denn? Der sieht aber auch nicht so gesund aus. Können wir nicht gegen den kämpfen? Der ist wahrscheinlich eine größere Bedrohung als der da. Alter, hier ist unsere Armee, Alter. Stell dir mal vor, der Doomslayer müsste gegen alle, die alleine kämpfen und gewinnen. Wie geil wäre das denn bitte? Oh, hallo. Oh, wer ist er denn? Oh yeah, Alter. Das hat so richtig Endgame-Wipe, Alter. Holy shit. Quality time. Die Hölle soll erbeben vor uns. Jawohl. Wuhu. Attacke. Denkt immer noch da oben. Oh yeah. Gesetz der Hölle wird jeder Dämon außerhalb seines Reiches vernichtet, wenn der dunkle Fürst besiegt wird. Ja, also wir sind hier gerade kurz unterm Boden gewesen. Ich hoffe, das passiert nicht bei allen. Alter, was geht denn hier ab? Man hätte denen vielleicht sagen sollen, dass sie sich nicht so hart in Gruppen aufstellen dürfen. Alter, das ist schon fett hier, was hier los ist. Holy shit, da gibt's immer... Ich glaube, man kann sich hier einfach 3 Minuten lang hinstellen und dem Kampf zugucken und es wird nicht langweilig. Na, jetzt aber! Oh, ich hab'n... Ich habe ein Leben übersehen. Moment mal. Ach, hier muss ich lang. Ja. Easy game. Das war ja nix. Moment mal, wo ist jetzt unser Extra-Leben? Ach, hier unten. Und einmal wieder zurück. Wäre cool, wenn die jetzt so respawnen. Das wäre geil. Aber zum Glück nicht. Okay, wir haben wieder eine BFG-Munition. Das ist entspannt hier, würde ich sagen. Das ist hier wirklich Entspannung gerade. Das ist einfach nur geil. Das ist einfach genießen so. Das ist gar nicht mal hier irgendwie am... Ne, so die ganze Zeit am Maximum sein. Warm, Junge. Einmal durchgefräst. Wer bist du denn? Ich meine, ich kann die ganze Zeit den Wächterhammer einsetzen, aber irgendwie so richtig... Also ich muss das gar nicht. Also ich meine, ich kann mal so... Nur mal ein bisschen Spaß zu haben, aber es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt dazu gezwungen werde, das einzusetzen. Das noch nicht, aber das kommt hoffentlich noch.
Wow. Das war jetzt, naja, nicht so optimal. Na komm. Geh down. Danke. So. Ah, ich hätte vielleicht am Anfang nicht den Mund so voll nehmen sollen, aber... Anna. So, wunderbar, sehr gut. Sehr schön. Faster. Hier doch gerade erst los, oder? Spiel. Hallo? Ist hier noch jemand? Jemand zu Hause? Ich gehe mal hier hinten hin. Vielleicht ist hier noch jemand. Hallo? Guten Tag. Ich bin vom Zoll. Achso, das war's. Okay. Sie müssen diese Mauern überwinden, um den Angriff fortzusetzen. Okay. Ah, guck mal. Eskalationsbegegnung 1. Sind länger betäubt. Sehr geil. Ja, guck mal. Ist doch super. Ja, komm. Achtung. Es könnte gefährlich werden. Ja, das weiß ich doch. Ich bin auch kein perfekter Doom-Spieler. Das muss man natürlich gestehen. Ich mache immer noch Fehler, so. Oh Gott. Oh Gott, ich muss hier weg. Tschüss. Oh, weg hier erstmal. Bestärkter Dämon, wo bist du? Jawohl, Alter. Der ist ganz schön aggro, habe ich das Gefühl. Wir positionieren uns hier mal hinten in der Ecke. Oh Gott, das war schlecht. Niedlich so Marauder mittlerweile ist. Oh fuck, da habe ich keinen Precision Bolt losgekriegt. Aber jetzt dafür. Oh, sehr gut. Schön. Mal kurz die Seite der Arena wechseln. Warum hat er jetzt konstant dieses Icon über sich? Mama, was ist hier los? Und wir wechseln mal die Seite der Arena. Na komm. Greifst du bitte mal an? Danke.
Aber ich find's schön, dass sein Hund sich hier für sein Herrchen einsetzt. Finde ich klasse. So, hier einmal zack. Bams. Na, habe ich wieder den einen Dämon vergessen. Ach komm, weißt du was? Guck mal, das ist die richtige Verwendung von BFG-Munition. Oh. Eskalationsbegegnung. Das waren schon alle? Okay. Interesting. I guess. Nehmen wir mal die noch mit, weil hatten wir jetzt gerade noch nicht. Ah, warte mal. Ich möchte doch mal kurz zurück. Okay, das da oben sieht so aus, als wenn man da erst später hinkommt. Okay. So, den zersägen wir mal fachgerecht. Hab doch gerade hinter mir was gehört. Wo kommst du denn her? So, haben wir den hoch. Heilige Scheiße, was geht denn hier ab? Oh, wer bist du denn? So, weg das Viech. Ich muss echt mal anfangen, irgendwie so Horde-Level zu spielen oder so. Einfach mal so just for the lols. Oh Gott. Bam, so, einmal. So, wo ist das Extra-Leben? Das Extra-Leben ist hier hinten. Nee, hier nicht. Sag mal. Ah, okay. Guck mal, hier. Bam. Alter, das war doch hier Perfektion, oder? Aber ich find's geil, wie sie einem da so Plasma-Munition hinlegen in so... mit so einem Augenzwinkern. Hey, na, willst du vielleicht Ballista boosten? Finde ich toll, dass sie es appreciaten und dass sie sagen, ey, hier, guck mal, so geht das. Finde ich toll. Aber Ballista boosten ist eine der besten Sachen an Doom Eternal, ganz ehrlich, Alter. Die Tatsache, ne, dass du halt eine Waffe zum halt, ne, für deine Bewegung nutzen kannst, das ist halt... das ist halt geil. Oh Gott. Den hauen wir mal so. Hä? Ach so, weil da noch einer war. Ah ja. Hä? Verstehe jetzt nicht. Habe ich wieder irgendwas verpasst? Was ist denn das jetzt hier für eine Beschäftigung? Hier muss es doch mehr geben als nur diesen Billo-Gegner. Hallo, geht's ja mal weiter? Jetzt sag nicht, dass der eine Gegner, der notwendig war für den Spawn, dass der halt nicht mehr da ist. Puh. Warum kann man nicht einfach sagen, ja gut, du stehst jetzt hier seit 3 Minuten dumm in der Gegend rum, es geht weiter. Ich spring mal in den Tod. Ja. Keine Ahnung, was ich jetzt hier machen muss, ganz ehrlich. Ich spring mal in den Tod, mal gucken, vielleicht hilft das irgendwas.
Ja! Lol! Hallo? Er greift nicht! Ja. Also Kinder, wenn ihr im Leben nicht weiterkommt, einfach mal umbringen. Geiler Drache. So einen möchte ich auch für mich zu Hause haben. Das war jetzt asozial. Aber da ist mein Extra-Leben. Edgy Badge. Guck mal, wie der da steht. Kann ich die eigentlich zersägen, die Typen? Dann werden die ja wieder voll easy. Ja, mal hier hoch, hätte ich gesagt. Wie sind das hier eigentlich gedacht? Also jetzt in der... Also... In der Real-Version. Hallo? Ach so. Ja. Ja. Will ich überhaupt hier rüber? Bin mir da nicht so sicher. Wow. Natürlich, ich habe die falsche Mod drauf. Oh Gott, ey, ich hasse. Ja, gut, das haben wir gleich. Hallo jetzt! Auf geht's. Auf geht's. Immer weiter auf. Wieder bergab. So, würde ich sagen, dann rein hier. Was auch immer das geile Teil hier ist. Ich weiß es nämlich nicht. Aber ich glaube, das wird großartig. Joa, Daumen hoch! Ah, ist das sauber geil. Keine Ahnung, dass die Hölle über eigene Technologie verfügt. Sie muss hier zentralisiert worden sein. Ja, das... Also jetzt versteht man auch, warum die diesen Kampf hier haben wollen. Hallo, es geht schon weiter. Lol, was seid ihr denn? Wer seid ihr denn? Wer seid ihr denn, Schnuckliges? Alter, was sind das denn für schnucklige Viecher? Gegner. Schwachpunkt. Armored Baron? Nee. Riot? Nee. Ich hab einfach keine Ahnung, wer das ist. So. Steht das hier irgendwo? Umgebung? Er kann nicht mit der Kettensäge oder per Glory Kill. Amaras Kriegerkaste verteidigt die uralte Stadt und bewacht ihr mal unter dem Verrat ihres Schöpfers. Das sind die, oder? Hier, die hier. Das sind die doch. Hier, guckt euch das mal an. Ja, das sind die. Süß. Ich habe ja einen Wächterhammer. Gott, hier geht mal richtig fett Wind ab. Bin ich jetzt? Alter, genießt das einfach mal. Guckt hier einfach mal hin, was hier los ist. Was hier passiert. Der ist doch geisteskrank. Und da unten soll ich hin, oder was? Ja, wenn er das sagt. Oh, fuck. Oh Gott, das war nicht gut. Oh Gott, das ist gar nicht gut.
Lol, zwei Marauder. Okay, da muss ich mal ganz kurz den hier machen. Oh Gott, so weit wollte ich jetzt aber auch nicht. Greif doch an, du Arschloch. Zwei Marauder, einen haben wir doch schon. Hallo, gehst du mal bitte drauf? Was bist du denn für einer? Ich hab den einfach umgeboxt, ja. Ja, so, Marauder, ein letzter Kampf. Ein letzter Fight. Da habe ich jetzt tatsächlich ganz bewusst mal BFG benutzt, weil ich halt das mit diesem Speierzeug, das war echt hart. Da musste ich echt, um auf Nummer sicher zu gehen, das einfach benutzen. Aber cool, nicht mal ein extra Leben verloren hier an dem Kampf. Und zwei Marauder, da geht's schon gut ab. Wo müssen wir denn jetzt eigentlich hin? Da unten hin. Dann gehen wir hier doch hin, würde ich sagen, oder? Geil. Da wollte ich jetzt aber nicht hin. Ah, Moment, wir haben ein Dokument übersehen. Wie auch immer man das übersehen kann. Okay. Ja, da hinten ist so ein... so. Es tut mir leid, ich vergesse immer, dass es das gibt. Oh Gott, das kann ich ja gerade nicht. Hallo? Ist der nicht drauf? Ist der nicht draufgegangen? Scheiße. Da habe ich ja ganz schön reingeschissen jetzt. So, hier, so, jetzt aber. Jetzt mach doch mal die scheiß Tür da auf. So, hier, Bams, Alter, Tür auf. Wieso haben die überhaupt Tore gebaut, die wir öffnen können? Was ist denn das für eine absolute Fehlkonstruktion? Einmal. So, den auch nochmal die Wirbelsäule entfernen. Das machen wir sogar gratis. Da braucht er sich jetzt keinen Chiropraktiker mehr kaufen. Ich will ja da rein, aber ich will auch mal hier gucken, was hier draußen so los ist. Ach so, Moment mal. Da waren wir vorhin, oder? Ja, da waren wir vorhin. Glaube ich. Hoffe ich, denke ich. BFG-Munition sind wir eh voll, oder? Nee, sind wir nicht. Ah, lol, wir haben ja den einen Schuss verbraucht. Ja, wie kommen wir da jetzt durch, ne? Das ist mal wieder die allumfassende Frage. So, einmal ab ins Gesicht, bitte. So, einmal zack und jetzt umdrehen. Fuck, das war schlecht. Jetzt einmal raus hier aus der... Ja, okay. Finishen war halt so. Ist aber immer noch zu hier. Ah, hier ist bestimmt was, oder? Ja, ja, natürlich. Oh, ich bin dran vorbeigelaufen vor, nicht Depp. Na
einfach auf den Boden daneben schießen. Ich glaube, das ist fast noch klüger. Das ist fast die klügere Alternative. Aber warum soll ich dahin wieder zurück? Ich kann einfach hier lang. Müssen wir hier durch? Ne, wir müssen da lang. Oder? Ne, Moment mal. Quatsch. Wir müssen weiter hoch. Leute, wir sind am Ende. Ach du Scheiße. Ach, wird das großartig. Pflichtlektüre. Okay, das wird jetzt der Endbosskampf. Wir haben 7 Extra-Leben oder so. Das wird fantastisch. Hm. Einstellungen, nur um es nochmal zu zeigen. Wir spielen auf Albtraum, der höchsten halt, die es gibt. Nach Ultra Nightmare, aber dafür bin ich halt zu schlecht, wie man immer mal wieder sieht. Ich habe ab und zu nochmal so Wackler drin, weil ich... Aber wollen wir da wirklich durchgehen? Ach, das wird fantastisch. Rein da. Let's go! Oh yeah, Baby. Ein Schlachtfeld des Todes. Ich muss eigentlich mal aufs Klo, aber das ist mir gerade egal. Wir kämpfen jetzt hier bis zum bitteren Ende. Auf geht's! Uah. Jeder ist heute absolut in Höchstleistung. Wer bist du? Solange nicht wieder diese ekelhaften Prowler irgendwo sind, ist alles gut. Ja. Oh Gott. Was ist denn überhaupt gerade das Ziel in dieser Arena? Das möchte ich mal ganz kurz hinterfragen. Was ist denn gerade mein... Also, töte den dunklen Fürsten. Okay, und wo ist der jetzt? Hat er sich gesagt, nö, hier, ich lasse die anderen kämpfen. Wahrscheinlich. So sieht's mal aus. Oh Gott. Ja, okay, das extra Leben können wir uns abschminken. Alter, okay, wir müssen hier mal ein bisschen Strategiewechsel machen. Das war nicht gut, dass wir uns da so haben ficken lassen. Oh Gott. Wir waren nicht beweglich genug, das war gerade mein Fehler. Mache ich überhaupt hier überhaupt alles richtig? Na komm, jetzt hier. Alter, jetzt benutzt doch mal das Scheißteil. Das unterscheidet halt mich von richtig guten Doom-Spielern. Dass die halt keine dummen Fehler machen, so. So, den Turm mal zersägen. Hier ist ja noch eine Dingens, die kann man mal nehmen. Speicherpunkt erreicht, okay. Ah, guck mal, jetzt kommt er runter, oder was?
jetzt sagt er, ja, komm, jetzt habe ich auch mal Lust. Ah, nee. Wir müssen mit. Ja, zum Glück bringt er uns direkt zum Ziel. Aber was geht denn jetzt hier ab? Als ob wir dieses Schiff jetzt steuern. Okay. Das waren zwei mega unnötige Extra-Leben. Das ärgert mich auch, aber naja, es ist egal. Es ist auch der erste Playthrough, da kann man auch noch nicht so böse auf sich selber sein. Alter. Heftige Animation. Okay. Was geht jetzt hier ab? Ich habe Angst. Und ich hoffe zu Recht. Ich glaube, wir müssen dieses Item hier nehmen, ne? Ansonsten geht's hier nicht weiter. Okay, auf geht's. Das ist der Full Order Room, Alter. Oh yeah, baby. Boah, sind das ein paar Pisser. Boah, ich glaube, Anne de Mayo wird hier richtig Bock haben. Oh Gott. Der ist ja so ein Freund von der Autoshotgun. Sie nähern sich dem Heiligtum des dunklen Fürsten. Allerdings okay. Verliere ich die Verbindung. Doomslayer, ich sag's. Ich will mal ganz kurz pinkeln und dann geht's weiter. Moment. So, da sind wir, Alter, bei der letzten Final Stage. Das ist quasi Endgame, meine Freunde. Es gibt nichts, was das hier noch toppen kann. Ich erwarte einen brutalen, harten, aber auch unfairen Fight. Ich würde sagen, wir betreten diese Scheiße hier und schauen uns an, was der Gegner für uns parat hat. Enter zum Fortfahren. Der dunkle Fürst. Die alten Götter werden Zeugen des Kampfes, den der Slayer und der dunkle Fürst vor dem Thronsaal vor Imara austragen. Hier entscheidet sich das Schicksal der gesamten Schöpfung. Holy fuck! Was ist das für ein Vieh? Mit Gewalt willst du das Schattenreich bezwingen. Doch sie entstammt der Hölle. Sie ist unausweichlich. Okay. Ein Feuer, das die Schöpfung antreibt und eine Stimmung verleiht, wo keine ist. Ach so. Okay. Ja, nett, du. Alter. Wir kriegen das hin, Leute. Wir kriegen das hin. Alter Schwede. Ist aber ein bisschen... Geh auf deinen wahren Gott. Kämpfe und zeige mir deine Bestimmung. Okay. Kranker Typ. Okay. Kontere den dunklen Fürsten, wenn seine Augen grün aufblitzen, um ihn zu betäuben. Okay, also ich muss mir das hier durchlesen, ansonsten bin ich am Arsch. Mit dem Wächtermal kannst du den Betäubteffekt verlängern. Okay. Bist du in Reichweite seines Schwertes, nähere dich dem Fürsten aber nicht zu nah, um mehr Schwertangriffe zu provozieren und die Augen öfter aufhängen. Beschworene Wölfe. Okay, das wird geisteskrank. Also quasi, wenn die Augen leuchten... Okay, das ist geil. Das ist ein geiler Endbosskampf. Stirb, Slayer. Hä?
Okay. Okay, ich habe jetzt gerade nicht verstanden, was sein Problem war. Okay, also ich darf mich quasi nicht von dem Schwert treffen lassen. Alter, das ist aber auch hart, Moment. Aber ganz ehrlich, dieser Bossfight ist geil. Der ist richtig awesome, aber auch wenn ich ihn noch nicht so ganz verstanden habe. Okay, näher ran. Okay, das war jetzt nicht perfekt, das tut mir sehr leid. Okay. Okay, ich darf mich nicht treffen lassen. Okay, sehr geiler Kampf. Ich habe das Gefühl, die nächsten Phasen werden etwas schwerer. Das war, glaube ich, sehr gut. Oh Gott. Okay, den müssen wir mal ganz kurz sehen. Ich glaube, das war nur die erste Phase. Ach so, Leute, scheiße, jetzt muss ich. Ah, okay, gut, verstehe. Aber wie kann ich denn jetzt hier diesen grünen Angriff da herausfordern? Hallo? Erstmal wieder ein bisschen Munition und so auffüllen. Wow. In dem Moment war die Dingens gerade im Nachladen. Oh ja, Mann, die Combo ballert. Oh ja, Mann, das war richtig fett, Alter. Da. Fuck, ich. Ja, okay, aber ganz ehrlich. Das ist okay, was der sich da an Dingens dazu holt. Okay, aber ich muss zur Seite ausweichen. Fuck. Scheiße. Ich habe hier noch nicht diese Phase raus, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, aber der hat noch nicht geblitzt hier, ne? Aber ich hab den doch getroffen, oder? Oh Gott! Alter! Ja gut, das war schlecht, sorry. Okay, das ist echt hart hier gerade, Alter. Ich hab noch nicht diese Phase hier raus. Ich werde definitiv nochmal sterben. Ich schaffe es aber auch gerade nicht, diese grünen Augen zu erwischen. Irgendwie schaffe ich das gerade nicht. Naja, das wird noch. Hier, guckt euch das mal an. Hier, wo sind sie denn? Hallo? Ach so, jetzt hat er wieder zugehauen oder was? Ich habe diese Phase noch nicht raus. Ja. Ja, wo sind sie denn, die grünen Augen? Hm? Warte mal. Ich lege jetzt nochmal den Kodex. Mit dem. Bist du nähere dich dem, dass deine Beschwöre. Ja, aber hier. Ach so, Hammer einsetzen. Nee. Tötet alle beschworenen Dämonen sofort. Beschworene lassen. Okay. So, den zersägen wir für Munition, weil. Ja, er lässt halt seine Augen nicht grün aufblitzen. Keine Ahnung, was ich da jetzt machen soll, um ehrlich zu sein. Ich verstehe es gerade nicht. Lol, als ob der sich wieder vollgeladen hat. Okay, Daniel, nur schießen, wenn die Augen grün leuchten. Ja, also ich glaube, das Hälfte, also wird die Hälfte des Videos. Ja, so. Nein. Boah, das fühlt sich so scheiße an, aber na gut. Müssen wir erstmal das Pattern hier rausfinden. Ja, genau. Boah, ist das schlecht.
Das war eine sehr schlechte Phase. Also ganz ehrlich. Mann, wie ich aber auch in der Bewegung da nichts treffe. Oh Gott. Oh Gott. Und das ist erst Phase 2, ne? Ja, ich wollte nach links, aber er ist dann nach rechts. Das ist hier richtiger Abfall. Ich war, glaube ich, zur Seite gewesen, oder? Oder war ich's nicht? Ja, was war das jetzt? Ja. Ich verstehe nicht, wie ich das machen soll. Also Leute, ihr könnt jetzt ja abschalten, ne? Es gibt quasi hier nichts mehr zu sehen. Ja, hat sich mittlerweile fast wieder vollgeladen. Mann, ich wollte doch gar nicht dahin. Oh Gott, da war ich mir jetzt unsicher, was ich tun möchte. Ach ja, genau! Ach, fick dich doch. Komm, auf dem Level bin ich doch nicht, Alter. Na komm, jetzt aber. Okay, so. Na komm schon, jetzt zeig mir deine glitzernden Augen, du dummes Arschloch. Ja, okay, jetzt haben wir's. Holy shit! Ach so!
Okay, ich wollte schon sagen. Okay. Okay. Das war nicht gut, aber egal. Alter, ja genau. Wie viele Phasen muss ich eigentlich machen, bevor es aus ist? Ich werde es herausfinden. Mann, ich wollte zur Seite. Konnte ich aber nicht, weil ich ein Idiot bin. Mann, das... Holy shit. Okay, bei welcher Phase bin ich jetzt wieder? Das ist jetzt die große Frage. Ich bin hier, willst du mich? Ja, okay, vielleicht ja nicht, der Pellan ja noch. Ach du heilige Scheiße. Ja, okay, vielleicht ist das wirklich so eine Sache von Pattern auswendig, ja. Ja, das werde ich. Ich darf mir jetzt übrigens keine Fehler mehr erlauben, ne? Nur mal so. Wow. Das ist komplett nutzlos, die BFG dagegen. Gegen ihn da. Ich war... meiner Meinung nach. Ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll, sag ich ganz ehrlich. Ich habe keine Ahnung. Mann, ich wollte... alles egal. Boah. Das endet in einer Katastrophe hier. Das wird komplettes nationales Versagen von mir. Mann, weil ich halt aber auch zur Seite möchte. Das ist halt ultra fies, weil ich will halt zur Seite ausweichen, sagt mein erster Instinkt. Aber das wird natürlich nix. Und jetzt teleportiert er sich auf mich hin. Also, Bruder, ich habe keine Ahnung, wie ich das schaffen soll. Ja, komm, fick mich noch einmal richtig tief und hart. Wow.
Wow. Oh, da ist er ja schon. Okay. Ja, das war nicht gut. Ja, okay. Du kannst mich nicht aufhalten. Will ich auch gar nicht, aber vielleicht. Ja, okay. Was? Ich war da überhaupt nicht getroffen. Fuck, ich wollte nach... Oh Gott. Ich war... Ach, egal. Es gibt nichts, was ich jetzt sagen könnte, um das zu rechtfertigen, was ich wieder verkackt habe. Mann, scheiße! Okay, der Trick ist quasi konstant hier so in Bewegung zu bleiben. Okay, der Endbosskampf ist vielleicht doch nicht so unschaffbar, wie ich am Anfang gedacht hatte. Ja, okay. Boom, Junge, das war schön. Okay, man muss quasi die ganze Zeit in Bewegung und am Springen und so sein. Okay. Gefangener meiner eigenen Schöpfung. Wäre cool, wenn ich jetzt noch extra Leben hätte. Du wirst meine Rache nicht aufhalten. Und auch nicht der, der mich betrug. Ist aber echt krass hier. Sein Fall war mein Aufstieg. Samuel Hayden. Sie haben dich belogen, Slayer. Imora und seine Bewohner waren perfekt. Hätten meine Diener mich nicht verraten. Sie verbannten mich, stahlen meine Macht und meinen Namen. Doch der Tag der Rache ist gekommen. Okay. Ich habe alles geschaffen. Ja, ist ja schön für ihn. Und werde alles vernichten. Ach. Bei dir fange ich an. Ach ja. Hä? Was war das denn jetzt? Ja, ich stirb, Slayer. Das hat super Ah, okay, ich muss den Warhammer einsetzen. Gut. Wie, das hat... Das hat ja mal super funktioniert. Ja. Was wird das denn jetzt hier? Tötet alle Beschworenen. Hä? Ich hab den doch gerade benutzt. Das hat ja mal super funktioniert, meine Freunde.
Ah, okay, ich muss das quasi mehr in deren Nähe machen, okay. Okay. Wir ignorieren den Onkel da einfach mal. Das sind aber saugeile Effekte. Das ist ein Witz. Das ist wirklich ein Witz. Oh Gott. Oh Gott. Ja, das ist okay, aber erst gleich bitte, noch nicht. Okay, jetzt. Ja, okay, so schwer ist es vielleicht doch nicht. Ja, natürlich wirst du das. Das wollten die von der GEZ auch schon, aber haben es dann leider doch nicht geschafft. Ich wollte zurück, ich durfte aber nicht. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Nein, ich wollte nach links. Ich hatte aber den Moment schon nach hinten gedrückt. Ganz ehrlich, Moment. Ich wechsle mal die Rune aus von... Du tötest... Nee, wir machen das hier raus und machen dafür... Also das raus und dafür das hier rein. Okay, so. Die
Das könnte es gewesen sein. Hätte ich einen Warhammer gehabt. Wäre es das gewesen. Aber den hatte ich nicht aufgeladen. Habe ich nicht drauf geachtet. Okay, jetzt kann ich mich um dich hier kümmern. Oh Gott, oh, das war... Und wieder mal überlebt er mit einem HP. Wie kein Ziel! Freilich habe ich das Ziel. So, jetzt aber. So. Aufgeladen und jetzt finishen wir den Kampf. 4! So, das war's für dich. Bams, Alter. Jetzt war's das auch mal wirklich hier. Gute Nacht, mein Freund. Bam. Keine Schnitte gegen mich, kein Extra-Leben am Ende gehabt, aber es ist egal. Alter Junge. Was ein Kampf. Es war fantastisch. Und es ist gar nicht so schwer, wenn man sich mal ein bisschen drauf einlässt. Aber das ist das Großartige hier an dem Spiel. Sag mir, hast du deinem Schöpfer nichts zu sagen, bevor du ihn in den Staub wirfst? Boah, Alter. Nein. Na, das ist badass. Alter, ey. No, wir haben die Frau gerettet. Hurra! Warum leckt das hier alles so komisch? Ach, egal. Wuhu. Das ist ein würdiges Ende, würde ich sagen. Das ist ein würdiges Ende, aber verlieren wir auch unsere... Scheiße, das war's mit uns. Ficken! Das ist aber ein trauriges Ende tatsächlich, aber so ist es halt, ne? Heftig, Bruder. Und da werden wir eingesagt. Heftig. Bruder. Das war ein würdiges Ende. Holy shit. Das ist doch fantastisch, oder? Das war fantastisch. Es gibt nichts Besseres als ein gutes, typisches Ende. Also da kann ich verstehen, möge das Blut an deinem Schwert nie trocknen und mögen wir dich nie wieder brauchen. Hoax-Tafel 7.17. Alles klar. Wenn das da steht, wird das wohl so sein. Wir sind also gestorben. Dedicated to the memory of Robert A. Holtman with the deepest appreciation, respect and admiration. You will be greatly missed. Unfassbar geil! Alter, hands down! Unfassbar geiles DLC. Man muss ganz ehrlich sagen, am Anfang und auch so zwischendrin, so hätten sie die Schwierigkeit ruhig ein bisschen noch höher schrauben können. Aber ich fand den Endbosskampf, so wie er war, perfekt. Man muss halt so ein bisschen sich eine Strat zurechtlegen und so. Man muss da erstmal nicht drauf klarkommen, was es überhaupt für ein Gegner ist. Aber als ich das dann geschafft hatte, war es fantastisch und großartig.
Man muss sagen, die Länge nur so 2,5 Stunden und ich meine, die letzte halbe Stunde war der Bossfight davon gewesen. Also das ist nicht unbedingt so ein langes DLC, aber es war unglaublich intensiv so. Und besonders diese letzte Mission, wenn man da so reinkommt, ne, und dann sieht da überall diese Kämpfe und so. Ich bin mir sicher, du könntest einfach 10 Minuten lang dir diese Schlacht angucken und der wird nicht langweilig. Bin ich mir ziemlich sicher. Gibt wahrscheinlich die einen oder anderen, die das widerlegen können, aber nee, glaube ich nicht. Es ist einfach unfassbar geil. Also auch dieses Gefühl quasi da halt, halt nicht nur in so einer Art, ich bin gegen die alle, sondern quasi du bist ein Teil von etwas. Und das ist sehr, sehr schön. So. Und ich muss sagen, so man hätte vielleicht so das, was nach dem, nach dem eigenen Tod passiert, das hätte man vielleicht noch ein bisschen, ja, wie soll man sagen, noch so ein bisschen schöner darstellen können, ne? Wie dann die Erde quasi wieder, die Dämonen wieder verschwinden und so und, ne, und so alles. Das ist schon, da hätte man schon durchaus noch so ein bisschen mehr quasi so diesen positiven Effekt von dem Sieg, hätte man noch ein bisschen mehr, hätte man noch mehr hervorheben können, so ein bisschen in der schönen Cutscene. Aber andererseits ist wahrscheinlich auch die Frage, ne, wie viel bringt das am Ende noch wirklich? Ne, weil ich meine, das kann man wahrscheinlich auch schlecht in Trailern verwenden, solches Material und so. Und ja, deswegen, ja, haben sie ihre gesamte Kraft in diesen Endkampf quasi gesteckt und in diese letzte riesige Schlacht nochmal. Und ich finde, das hat sich wirklich gelohnt. Ich fand es schade, dass man diesen Drachen nicht selber steuern konnte, aber naja, mein Gott, gibt Schlimmeres, glaube ich. Und ich muss auch sagen, ich fand es grundsätzlich sehr, sehr cool, wieso das Movement einfach wieder so ein bisschen erweitert wurde. Ne, es war gar nicht mal so, dass man jetzt hier großartig riesige Dingens hatte, aber man hatte immer so technische Abschnitte so. Und das fand ich sehr, sehr schön. Das war insgesamt sehr, sehr technisch, veranlagt. Und das fand ich sehr cool. Und das hat insgesamt sehr viel Freude gemacht, das quasi so erleben zu dürfen. So. Und das fand ich toll. Das war wirklich sehr, sehr schön. Und allgemein so die Kämpfe, die Arenen und so. Ja, es war okay. So, sage ich ganz ehrlich, das war okay. Der Endbosskampf war sehr, sehr, ja, krank fast schon, wo man sich zwischenzeitlich dann gefragt hat, kann ich das überhaupt schaffen? Aber doch, kann man schaffen. Also ich meine, ich habe dann gegen Ende, habe ich dann nochmal alles rausgehauen. Es ist halt die Frage, wie kann man den am schnellsten halt nicht die HP abziehen? Vielleicht mit so einem, ich habe es halt probiert mit der Precision Bolt Rocket Launcher Combo. Habe ich gehofft, dass das vielleicht eine gute Combo ist, weil man da halt unglaublich schnell die Sachen halt rausfeuern kann, wie ihr es ja auch gesehen habt. So. Oder auch generell so diese Combos, ne, die sind halt krass. Aber ist, ne, es kann ja auch sein, dass vielleicht Raketenwerfer Plasma Rifle besser ist. Aber ich habe mir jetzt einfach diese eine Taktik da an der Stelle gesucht und habe die dann auch weiter verfolgt, weil die halt einfach unfassbar gut ist, ehrlich gesagt. Und ansonsten, ja, außerhalb vom Endbosskampf, die ersten zwei Level, die gingen relativ schnell rum. Muss ich sagen, ne, da war halt diese eine asoziale Stelle mit dem, mit diesem Schleim da und mit diesem, ich muss gestehen, ich habe vielleicht die Tutorials dooferweise ausgestellt, aber dieses Schweier-Totem oder diese Dingens, das ist sehr, sehr cool. Aber, ja, ich weiß auch nicht, so diese gesamte Kombination mit Schleim, dann alle können irgendwie nicht gefoltert werden oder so, oder vielleicht doch oder so, keine Ahnung, oder ich habe es nicht hinbekommen. Diese gesamte Kombo ist unfassbar asozial gewesen. Holy shit, war das asozial, Kinas. Ganz ehrlich, das war nicht schön. Das war nichts, was mir Freude gemacht hat, muss ich ganz ehrlich sagen. Das war nichts, was in irgendeiner Weise mir... Nee, also ganz ehrlich, da hätten sie lieber noch ein paar schöne offenere Abschnitte. Ich fand es dann cool, wie sie an der einen Stelle da so Plasma-Rifle-Munition hingelegt haben und so einen riesigen Abgrund da quasi gezeigt haben und wo der quasi der Game Director, der sagen wollte, hey, guck mal, du kannst da deine Dingensgewehr verwenden, um darüber zu fliegen. Fand ich sehr cool. Und ich hätte mir halt gewünscht, dass sie das halt noch ein bisschen weiter gepusht hätten oder dass sie da auch quasi mehr vom Slayer verlangen, aber ich meine, gut, ne, das Spiel muss ja auch irgendwie auf der Switch irgendwie laufen. Ich habe keine Ahnung, wie das ehrlich gesagt funktionieren soll. Muss ich mir mal Gameplay von angucken, das kann ich jetzt so gar nicht sagen. Aber auch ansonsten so, ja, keine Ahnung, grundsätzlich haben sie halt wieder unfassbar viel in sehr, sehr wenig Zeit gepresst. Also man hatte halt keinen Leerlauf. Und jetzt ist natürlich wieder die Frage, so wird man so ein DLC häufiger spielen? Ich würde sagen, ja, definitiv. Weil es einfach unfassbar, ja, kurz ist. So, und das heißt, du kannst dir dann jetzt Abend,
ne, wenn du dann quasi 100% dann alles weißt und so, dann geht's ja nochmal viel, viel schneller. Ne? So, ne, wenn du das dann halt alles weißt und so, du kannst halt durchgasen und bist da unter 2 Stunden safe wieder raus, so. Wenn du halt dich schlau anstellst. Und ich meine, das mit dem Endbosskampf, ah, ist halt tricky, ne? Man muss halt herausfinden, ne, mit dem Springen, mit dem Aktivieren von seinen Triggern und so. Ne, also ich werde auf alle Fälle sehr, sehr, also ich bin da mega gespannt, sage ich ganz ehrlich. Und ich werde mir da auf alle Fälle jetzt noch weiter Doom-Gameplay von sehr talentierten Spielern anschauen. Und es ist einfach unfassbar. Es ist wirklich unfassbar, was man, also was man teilweise verlangt. So, ne, an den Stellen. Aber wie einfach es auch auf einmal wird, wenn man, ne, sobald man den Trick raus hat, ne, sobald man raus hat, ah, okay, hier kann ich stehen, hier und so muss ich mich bewegen, da und da muss ich springen, so und so sind die Angriffspattern. So, ne, sobald man das einmal verstanden hat, es ist unglaublich einfach gewesen am Ende. Ich meine, ich habe die letzten Stages ohne Extra-Leben geschafft und das, ne, sobald ich es einmal raus hatte, relativ comfortable, sagt man da, ne, komfortabel. Also es ist einfach fantastisch. Und ja, ansonsten, was kann man sonst noch sagen? Ich bin gerade so am Überlegen, aber so wirklich was einfallen, tut man eigentlich nicht mehr so. Sag ich auch mal ganz ehrlich, weil ich glaube, ich habe alles gesagt. Hoffe ich, denke ich. Ja, ansonsten, das, was ich auf alle Fälle ja noch machen muss, ist mehr consistent werden in meinen Kämpfen, dass ich halt nicht diese Situation habe, wo ich mal gecornert bin oder so. Das fehlt noch so ein bisschen. Ich habe grundsätzlich, würde ich sagen, relativ gutes Grundmovement so her. Auch halt von anderen Spielen halt noch so ein bisschen antrainiert, ne, CSGO oder so, da ist ja auch viel mit Movement. Aber Doom Eternal ist halt noch was ganz anderes, weil du da halt kein Strafing hast, sondern da hast du halt mehr so dein Momentum. So. Und das ist halt ganz cool. Und ich hoffe halt auch, dass es da halt in Zukunft mehr Maps quasi geben wird, so von der Mod, ja, wie soll man sagen, von der Mod-Seite her. Also quasi, ne, die Leute, die Mods erstellen. Da werde ich auf alle Fälle, wenn dann quasi das Spiel irgendwann mal so ist, dass halt keiner Content mehr rauskommt von den Spielermachern, weil die ja vielleicht auch irgendwann mal was anderes, was Neues machen müssen. Weil ich meine, hiermit verdienen sie jetzt effektiv kein Geld mehr. Dann ist es halt so, dass ich halt hoffe, dass da von der halt Mod-Community, dass da halt noch viel nachkommt. So. Und das sind ja auch grundsätzlich sehr, sehr talentierte Leute da. Und da wird es dann auch nochmal, glaube ich, deutlich ein Stück härter. Ja. Dann ansonsten bin ich jetzt gerade am Überlegen, das geht ja hier ganz schön lange. Special Thanks, ne? Hoffen wir, dass es gleich vorbei ist. Wie läuft es denn eigentlich so bei mir persönlich weiter? So, keine Ahnung, ich mache zurzeit meinen Job. Könnte man sagen, bin sehr, sehr glücklich als Programmierer. Programmieren ist wirklich eine unglaublich schöne Sache. Und ja, keine Ahnung, würde sagen, es ist einfach schön. Es macht einfach Spaß. Es macht einfach Spaß, Dinge zu erschaffen und da quasi der Schöpfer von solchen Sachen zu sein. Um es mal doof zu sagen. Auch wenn das natürlich immer so ein bisschen mit, ja, auch mal mit Problemchen verbunden ist oder so, aber deswegen programmiert man ja, um auch Problemchen wieder zu beseitigen. Und ich meine, theoretisch, wenn alle perfekten Code schreiben würden, dann bräuchte man ja auch irgendwo deutlich weniger Programmierer, weil, ja, dann bräuchtest du keinen, der es review, dann bräuchtest du keinen, der es testet, dann bräuchtest du keinen, der das irgendwie nochmal, ne, so Unit-Test oder so, sind ja auch alles Tests, aber, ne, so die einzelnen Komponenten dann am Ende zusammenfügen zum Beispiel und so, ne, das sind ja alles Dinge, die da berücksichtigt, ne, werden müssen in so einem Softwareentwicklungsprozess. Keine Ahnung, warum ich bei Doom Eternal über sowas rede. Und wenn man halt theoretisch perfekt programmieren würde, dann bräuchte man das ja alles nicht. Aber so ist das. Das ist, ja, so ist das. Ja, ich würde sagen, vielen Dank auch an die ganzen Übersetzer hier. Ihr seid großartig. Die Deutschen, Nadine Fiebig, Stefan Freudner, Aaron Slade, Annalena Matthias. Annalena Matthias, meld dich bei mir. Geiler Name auf jeden Fall. Ja, puh. Ich würde sagen, komm, wir beenden das hier. Ich glaube nicht, dass hier noch irgendwas wirklich brachial Wichtiges kommt. Wobei andere... Ja, komm. Wir skippen mal. Belohnungen. Jetzt will ich hier aber hier fette Belohnungen haben, Leute. Jetzt will ich hier das Fetteste vom Fettesten haben. Hm? Ja? Spieglein, Spieglein an der Wand. 69. Perfekt. Speichern und beenden. Jo, das war das Doom Eternal DLC. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bin Level 100 geworden. Fantastisch. Danke, tschüss.